Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Seelengeflüster im Einklang mit Körper, Geist und Seele. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich auf die Botschaft für den heutigen Freitag. Geliebte Erdenkinder, ich bin Erzengel Michael, der heute zu euch spricht. Es ist an der Zeit, dass ihr aus der Opferrolle heraustretet und die Verantwortung für euer Leben übernehmt. Viel zu lange wart ihr Opfer eures eigenen Lebens, habt die Verantwortung an andere abgetreten und ihnen, bewusst oder unbewusst, Schuld für euer Leben gegeben. Diese Zeit ist nun vorüber. Denn du bist für dich verantwortlich und sonst niemand. Du kannst niemandem die Schuld für das geben, was in deinem Leben geschieht. Denn der Herr über alles hatte dir den freien Willen gegeben. Und somit kannst du mit deinem freien Willen auch über dein Leben entscheiden. Ganz gleich, was andere sagen, du hast die freie Wahl. Du bist derjenige, der über dein Leben entscheidet. Niemand kann dich zu irgendetwas zwingen, was du nicht willst. Du bist also kein Opfer aufgrund von anderen Menschen, sondern aufgrund dessen, dass du diesen anderen Menschen die Macht über dein Leben gegeben hast. Es ist an der Zeit, es ist dringend an der Zeit, herauszutreten, aufzustehen. Schneide das Opferband durch. Wenn du Unterstützung brauchst, so rufe mich an deine Seite und bitte um Hilfe. Ich gebe dir die Kraft und den Mut, aufzustehen und aus der Opferrolle auszusteigen. Ich kann es gar nicht oft genug betonen. Die Zeit der Opferrolle ist vorüber. Du bist ein König und eine Königin. Du hast die Macht über dein Leben und entscheidest, was mit deinem Leben geschieht. Überlege dir gut, wie du leben möchtest und entscheide weise. Der Herr über alles gab dir den freien Willen und gab dir die Macht, gab dir die Stärke. Und deshalb, geliebtes Kind der Erde, darfst du jetzt aufstehen, hervortreten, deine Macht zurückfordern, deinen freien Willen nutzen und dein Potenzial erkennen,
denn du bist der Schöpfer deines Lebens. In Liebe, Erzengel Michael. Vielen Dank an Erzengel Michael für diesen klaren und deutlichen Worte. Ja, sie haben mich sehr berührt. Sie sind sehr kräftig gewesen, sehr viel Kraft steckte in den Worten. Und es ist tatsächlich so, dass wir oft aus Bequemlichkeit einfach unser Leben weiterleben. Die Opferrolle einzunehmen, macht man oft ganz unbewusst. Bis man irgendwann merkt, da stimmt was nicht. Ich bin nicht frei in dem, was ich tue. Ich bin nicht frei in meinem Denken und ich bin nicht frei in meinem Handeln. Und spätestens dann ist es an der Zeit, etwas zu ändern. Und dafür braucht es Kraft und manchmal ja, manchmal auch echt viel Mut, die alten Wege zu verlassen. Und wie Erzengel Michael schon sagte, wir können ihn um Hilfe bitten und das ist so wunderbar. Wir können alle Engel um Hilfe bitten. Das ist das Einzige, was aber auch wichtig ist, dass wir sie bitten. Denn sie sind da, reichen uns die Hand. Ergreifen müssen wir sie, denn wir haben den freien Willen und der steht über alles, über allem. Und deshalb wünsche ich dir, dass du den Mut und die Kraft aufbringst, aus der Opferrolle auszusteigen. Die Hilfe, die dir gewährt wird, einzufordern und zu 100% anzunehmen. Ich wünsche dir einen wunderschönen, gesegneten Tag. In Licht und Liebe, Barbara Masur. Tschüss.